Folge 221 von Simotrans. Wir sind hier in der Verpackungsmittelindustrie gewesen. Da fehlt der Stahl, den sollten wir jetzt mal verfolgen. Kommt von dem Stahlwerk. Da steht jetzt was, aber das wird ja woanders hingebracht, gehe ich von aus, ne? Verpackungshersteller kriegt 10 Tonnen Stahl. Das bedeutet, irgendwo muss doch schon ein Zug dafür unterwegs sein, oder? Hier ist er nicht. Das ist kein Zug für Stahl. Und das ist dieser hier wahrscheinlich, der aber nur wenig Stahl mitführt, nämlich 10 Tonnen. Der Verpackungshersteller möchte aber gerne mehr haben. Und wir könnten hier auch 160 Tonnen transportieren, also liegt's nicht hier dran? Der Transportweg würde ja besser funktionieren. Das bedeutet, das Stahlwerk kriegt kein Eisen. Doch. Stahl liegt da. Und das heißt, der zweite Anhänger ist gerade auch schon voll geworden. Es dauert nur seine Weile wahrscheinlich, ne? Ja, müssen wir noch den Zug. Na, dieser Zug, der ist ja nicht der Zug, der entscheidend ist, ne? Der wird sowieso warten müssen. Und hier ist von allem genug da, dass Stahl produziert wird. Und es sind auch 566 Tonnen da. Die Produktion ist also auch gut unterwegs. Aber wer ist derjenige, der das kriegen sollte? Der Gerätehersteller hier, der kriegt nichts gebacken. Der hat auch keinen Stahl. Wer fährt denn da hin? Da muss auch einer hinfahren. Ist das der da? Na, das ist der Bahnhof. Die Maschinenfabrik kriegt das nicht. Komisch, was mit dem Zug da drin ist. Was mit dem? Warum wird er nicht geladen? So, habe ich das oberste. Das ist doch für die Altenau-Maschinenfabrik. Keine Ahnung, wo da das Problem liegt. Ach, der hat Haraxen Stahlwerk. Das ist, glaube ich, das hier, ne? Ja. Fährt dann zur Maschinenfabrik, kommt dann wieder, wartet auf 100% Ladung. Das ist aber zweimal doppelt gemoppelt, ne? Oder wie sehe ich das? Und da das doppelt gemoppelt ist, funktioniert das wahrscheinlich nicht. Kann das sein? Ich glaube, wir sollten mal gerade schauen, dass wir hier einmal die 100% rausnehmen. Dann fährt er gleich. Jetzt ist er auch voll geworden. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, warum der da, hat bestimmt irgendwie einen Grund gehabt. Weil er vielleicht sonst zu oft fährt, ne? Das könnte sein, ne? Allerdings, wie wir gerade gesehen haben, bringt das dann auch nichts mit doppelt gemoppelt. Wir haben dem das jetzt geklaut, dooferweise. Und dadurch hat er jetzt aber Bedientlinie Stahl, ja. Aber haben wir die Stahllinie jetzt geändert oder nicht? Ich glaube, jetzt haben wir nur den Zug geändert, aber wahrscheinlich fährt da nur einer drauf und dann spielt es noch keine Rolle, oder? Kann das sein? ST Stahl. Da ist der Stahl. Der fährt. Linie ändern, da ist nämlich das noch drin. Wir können das mal entfernen. Lassen den mal gerade fahren, bis er leer ist. Macht das mal, dass er das alle abgibt. So, und jetzt können wir die Linie mal gerade ändern. Ob es gut ist oder schlecht ist, sehen wir dann. Aber wahrscheinlich ist es schlecht, weil er dann immer fährt und auch gar nichts mehr transportiert nachher, ne? Kann das sein? Aber so läuft es auch für die andere Linie besser, oder? Weil hier liegt jetzt nicht nur, warte, der oben längens ist, der Bahnhof ist da oben ja offen. Jetzt liegt doch
Für die Verpackungshersteller, der kriegt nämlich jetzt auch Stahl. Und da saust es jetzt nur so rein. Allerdings saust da jetzt nichts für die Maschinenfabrik rein und dafür stand der da wahrscheinlich, ne? Warte mal, das bedeutet, die Stahllinie kann doch so oder so 100% dann haben. Schon bei der ersten Tour hier, weil er fährt doch sowieso nur den Stahl, oder? Machen wir mal einfach so und fertig. Der hat bestimmt früher mal irgendwo anders noch angehalten und hat den Stahl auch noch irgendwo hingebracht. Gehe ich mal von aus. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wo fährt denn der jetzt lang? Oder hin? Du, den Fahrplan, den ändern wir mal schnell. Ach, der fährt zum Stahlwerk, aber wo lang? Ach, der kann hier wahrscheinlich nur erst drehen, oder? Kann das sein? Oder habe ich aus Versehen irgendwo die Karte gedreht? Ach, der fährt zu zwei Stahlfabriken. Zwei Stahl, sag schon. Ach, das war das. Das sah nur so aus, oder wie ist das? Oh, der Fahrplan, Hardexen Stahlwerk alt. Und das andere Sache jetzt nicht. Das andere ist nur Stahlwerk gewesen. Das ist ja doof, wenn das hier genauso heißt, sozusagen. Altenau, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, wahrscheinlich, ne? Gut, dann wissen wir das jetzt auch, dass wir da jetzt einen neuen Zug draufsetzen werden, oder? Lass den da hinten fahren und hier muss ein neuer Zug her, definitiv, der dann da auch hinfährt. Aber dafür habe ich gerade überlegt, machen wir hier eine Elektrifizierung erstmal rein. Wo ist der Strom? 210 reicht, ne? Nur gucken, dass der da auch hinfährt dann, ne? Ne, der muss ja noch da rausfahren. Von da und noch da geht's auch da lang. Warte mal, wenn ich noch da gehe, ist okay. Und von da nach da macht er das alles. Hat er diesen kurzen Bogen gemacht? Von hier nach da mache, macht er nur den Bogen, aber den Bogen soll er da auch noch machen. Das müssen wir noch schließen. Hier sollten wir mal nach da machen. Und noch da. Passt schon, oder? Bis dahin. Und dann bis dahin und bis dahin. Wie weit sind wir? Bis hierhin sind wir gekommen. So, dann bis da hinten hin. Ach so, wir können bis dahin machen. Dann muss er da durch, da lang. So. Aber den Rest machen wir auch noch mit Strom. So, passt. Und da muss jetzt ein Zug drauf, der dahin vom Depot dahin fahren darf. Das müssen wir natürlich dann auch noch elektrifizieren, ne? Oder eine Schlepplok haben, aber ich glaube, die gibt es dann nicht, ne? Hier fehlt es noch. So rum geht's nur. So, die können da auf jeden Fall rumfahren, ne? Sorry. So, er fährt. Jetzt müssen wir nur noch einen Stahlzug haben. Das zu. Das auf. Elektrotraktion. Ne, wir brauchen eine Lok, die elektrisch ist.
1160 kW. Na, was ist da sortiert hier? Nur benötigte. Also die sind ja alle älter. Diese sieht ja am neuesten aus, ne? 2,62. 5, 4, die ist auch am günstigsten wahrscheinlich, ne? 120 ist auch schnell genug. ,9 bei 2900. Ja, wir nehmen die fertig. Waggons, Stahl. Stahl, Stahl, wo bist du? Da bist du. 120, 88 Tonnen, 20 Tonnen, 86 Tonnen, 15 Tonnen, 160 Tonnen. Der kann nur 90 und der kann 100. Und der kann 120, ne? Und die Lok fährt auch 120. Ich glaube, ich nehme den da. Haltlänge 5 muss reichen. So, dann Fahrplan. Muss ja von hier sein. Nach da hinten, ne? Noch hier. Und hier. Ne, da ist falsch. Da 100% laden. Neue Linie. Güterzug. Stahl. Stahlwerk. Maschinenfabrik. Wie immer die beiden Strichlein oder das Strichlein da vergessen. Ah, komm, dann machen wir da aber noch Stahlwerk Altenau. Genau, das ist die neue Linie. Das ist keine neue Linie. Oh, jetzt hat er das da irgendwie. Komm nochmal. Güterzug. Stahlwerk. Altenau. Maschinenfabrik. Stahlwerk. Altenau. Maschinenfabrik. Schluss. Fertig. Und starten. Und jetzt kann ich gucken, dass ich zwei Linien davon gemacht habe, wahrscheinlich, ne? Oder? Ah, das hat er wieder nicht genommen, hat er eine neue gemacht, aber ist egal, das können wir jetzt löschen. Gut, jetzt mal nach da oben und schauen, wo er fährt. Und da steht er schon. Wartet auf freie Strecke. Warum ist die Frage? Weil die Straßenbahn da lang fuhr oder was? Tatsächlich. Können dann da vielleicht noch ein Signal gerade hinsetzen. Ah, schade, so austauschen ist nicht, ne? Hier ist auch noch so ein altes Ding. Dann bleiben die altertumsmäßig Museumsbetrieb, wie Michael sagte. So, der fährt jetzt wunderbar dahin. Nochmal gerade schnell. Okay, der hat auch noch nicht so viel geladen. Nee. Oink, oink. Das kann auf jeden Fall. Und der. 460 Tonnen für die Verpackungsmittelhersteller und für das andere gibt es nichts sozusagen, weil die wahrscheinlich genug haben. Das ist jetzt er hier, ne? Genau. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, der ist eben, der ist so da falsch reingefahren, oder? Irgendwo
Muss doch da was fehlen an Elektrizität dann, oder? Wo war es da? Irgendwo passt doch hier was nicht. Eigentlich musst du doch hier reinfahren. Ist du da reingefahren? Ich weiß es nicht. Gut. Ist nur die Frage, wo der andere ist. Jetzt kann ich hier gerade nichts bewegen. Warum das nicht? Meine Pfeiltasten gehen nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht, dass meine Pfeiltasten nicht mehr gehen? Komisch. Tja. Nummernblock ist an. Die normalen Pfeiltasten gehen auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was es ist, Jungs. Ich kann gerade wohl nur die Maus bewegen. Keine Ahnung, warum meine Tastatur gerade nicht mehr will. Aber wir sind auch mit der Länge eigentlich schon so weit fortgeschritten, dass es einigermaßen geht. Der fährt richtig rum, der Zug. Hat er jetzt geladen? Können wir gerade noch gucken. Ja, der hat 160 Tonnen geladen. Alles ist gut. Schauen wir mal weiter, ne? Oder wie ist das? Die Lupe ist an. Ich kann die Karte ja so verschieben, ne? Das geht ja auch. Okay, das funktioniert. Jetzt müssen wir nur den Verpackungsmittelmechaniker gerade finden, oder? Der ist da unten. Das war zu weit. Da ist er. Der hat Papier, der hat das, der hat auch noch Stahl. Das läuft schon mal gut. Der Zug, der da ist, der wartet jetzt auf Lieferung. 62 hat er, okay. Und hier unten müsste ja dann auch möglich sein, oder? Läuft alles. Verpackungsmittel sind auch noch da. Zementwerk ist am Fabrizieren. Und was ist hier jetzt los? 60 Paletten Zement werden über den Verpackungsmittelhersteller geliefert. Den Bahnhof. Und das läuft dann übers Chemiewerk. Okay, das müssen wir uns mal nächstes Mal angucken, wo da der Weg dann ist, wo das hingeht, der Zement. Der muss ja zum, ja, weiß ich nicht, kriegt das Chemiewerk direkt Zement? Weiß ich jetzt gar nicht. Waldeck. Okay. Chemiewerk ist ja hier, ne? Kurz reingeguckt. Öl und Salze, Chemikalien und Farben gibt's hier. Zement brauchen die aber nicht. Aber es läuft hier rüber. Weil hier irgendein Zug ist, der dann das mitnimmt, wahrscheinlich, oder? Sieht so aus, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Naja, okay, klären wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr das Video gut findet, ach, habe ich ja gerade gesagt, dann gebt einen Daumen hoch, ne? Genau. Ja, genau. Und Kommentare herzlich willkommen. Schreibt wieder was rein. Meine Tastatur geht übrigens wieder. Keine Ahnung, warum das eben nicht ging. Und ja, jetzt geht's weiter hier. Und das Video könnt ihr auch gerne auf anderen Kanälen teilen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.